Zu viel Cholesterin im Blut schadet der Gesundheit. Und diesen Satz haben Sie bestimmt schon einmal gehört, schon oft gehört. Vielleicht sind Sie sogar selber gerade von einem ja hohen Cholesterinspiegel betroffen. Vielleicht hat das Ihr Arzt Ihnen jetzt mitgeteilt, Sie haben einen hohen Cholesterinspiegel. Nicht selten verordnen wir Ärzte, Ärztinnen dann neben Maßnahmen wie natürlich Bewegung und eine Ernährungsumstellung. Und an dieser Stelle sei gesagt, das sind die wichtigsten ersten Maßnahmen. Aber dann im nächsten Schritt verordnen wir ein Medikament, das den Cholesterinwert senken soll. Simvastatin und Atorvastatin, das sind ja ganz bekannte Beispiele, nehmen viele Betroffene. Und viele Patienten sind aber auch verunsichert und fragen sich, sind diese Mittel überhaupt nötig für mich? Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Krankheitsbilder, auch Nebenwirkungen von Medikamenten. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Warum ist zu hohes Cholesterin überhaupt schlecht für mich? Das denkt sich vielleicht der eine oder andere. Man fragt sich, wieso wird immer auf diesem Cholesterin so drauf rumgehauen? Erstmal ganz wichtig, Cholesterin ist lebensnotwendig, wir brauchen das alle. Klar, man spürt die Folgen nicht direkt von einem zu hohen Cholesterin. Das ist nicht so wie zum Beispiel ein Messerschnitt, wo man sofort den Schmerz spürt und das Blut vielleicht auch sieht. Zu hohe Cholesterinwerte, die sind tückischer. Man merkt davon lange, oft sehr lange nichts Negatives, bis es leider dann zu spät ist. Cholesterin ist ein fettartiger Stoff, der ganz natürlich in uns ist und den der Körper auch für viele wichtige Vorgänge braucht, lebensnotwendig. Dauerhaft zu viel Cholesterin im Blut, genauer gesagt von dem LDL, zu viel LDL-Cholesterin, ist aber ein ganz klarer Risikofaktor für die Entstehung einer sogenannten Arteriosklerose. Und dieser Zustand wird auch Arterienverkalkung genannt. Arterien werden dabei durch Einlagerung von LDL-Cholesterin nach und nach enger gestellt. Das können Sie sich vorstellen wie ein Wasserschlauch, den man immer mehr zusammenpresst. Und der auch immer rissiger dann letztlich dadurch wird, immer steifer wird dieser Wasserschlauch. Und dieser Zustand ist natürlich nicht gut auf Dauer und engt die Blut- und Sauerstoffversorgung natürlich ein. Und im schlimmsten Fall können diese LDL-Einlagerungen sogenannte Plaques auch aufreißen, abwandern und dann an anderer Stelle Blutgefäße verstopfen. Und das kann sogar zum Beispiel zum Herzinfarkt oder auch zum Schlaganfall führen. Kurz gesagt also, hohe Cholesterinwerte sind nicht die alleinige Ursache, aber, das ist das Wichtige, aber ein entscheidender Risikofaktor für einige schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch andere, ja, schlimme Erkrankungen. Welche Cholesterinsenker gibt es? Stellt Ihr Arzt, Ihre Ärzte bei einer Blutuntersuchung nun einen zu hohen Cholesterinspiegel fest, einen zu hohen LDL-Wert auch, wird er Ihnen oder wird sie Ihnen zunächst eine Basistherapie empfehlen, um den Wert zu senken. So nennt man das Basistherapie. Und dazu gehören regelmäßige Bewegungen und auch eine gesunde Ernährung, zum Beispiel eine mediterrane Diät. Sie müssen dabei nicht auf Fett verzichten. Das hört man oft, muss man nicht darauf verzichten, aber es sollten die richtigen Fette in der richtigen Menge sein. Das ist entscheidend. Und je nach Grundrisiko nehmen Sie begleitend dazu oder wenn sich nach einigen Wochen nichts ändert, dann ein cholesterinsenkendes Medikament zu sich. Und dazu gehe ich jetzt ein, nämlich auf die Statine, die Fibrate, die Acetidone, auch die Anionenaustauscherharze und dann sogenannte eher neuere Medikamente, kurz nenne ich die auch, das PCSK9-Hämmer. Und dann gibt es dann wirklich noch relativ gesehen sehr neue Wirkstoffe, das sind die sogenannten Inhibitoren des mikrosomalen Triglycerid-Transferproteins, erkläre ich aber jetzt alles. Die Statine sind immer noch die bedeutendste Gruppe der Cholesterinsenker. Und sie senken nicht nur das LDL-Cholesterin, also das schlechte Cholesterin, sondern verfügen auch noch über eine Reihe von an Zusatzeffekten, die für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gut sind, die vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen sogar schützen. Und so haben sie zum Beispiel auch antientzündliche und auch gefäßweitende Eigenschaften. Und sie werden mit Abstand am häufigsten verschrieben, diese Statine. Des Weiteren gibt es die Fibrate als Cholesterinsenker. Beispiele sind das Bezafibrat und auch das Fenofibrat. Sie senken vor allem den Triglyceridwert im Blut. Zu viel Triglyceride können letztlich auch eine Atherosklerose begünstigen. Etwas schwächer ist die Wirkung auf den LDL-Wert. Aber auch den LDL-Wert wird reduziert und oftmals hat man ein erhöhtes Cholesterin und auch einen erhöhten Triglyceridwert. Ezetimib ist ein weiterer wichtiger Lipidsenker und gehört in die Gruppe der Acetidone. Und über diesen
Wirkstoff wird die Cholesterinaufnahme über die Nahrung reduziert. Das ist da das Entscheidende. Und das LDL-Cholesterin um bis zu 20% gesinkt. Manchmal wird Ezetimib mit einem Statin auch kombiniert, wenn das Statin allein nicht mehr ausreichend wirkt. Eine weitere Gruppe bilden die sogenannten Anionaustauscharze, wie zum Beispiel das Cholestyramin. Und sie binden Gallensäure im Darm und führen sie dann ab. Und dadurch kann die Gallensäure nicht mehr zu Cholesterin umgewandelt werden. Und dann gibt es noch die PCSK9-Hämmer, also zum Beispiel das Evolocumab. Und dabei handelt es sich um speziell hergestellte Antikörper, die das Enzym PCSK9 hemmen und so letztlich den LDL-Spiegel, also wieder das schlechte Cholesterin, sehr effektiv senken können und bis zu 60%. Und dann gibt es letztlich noch das sogenannte Lomitapid. Das wird bei familiärer Hypercholesterinämie eingesetzt, also bei vor allem genetisch bedingten erhöhten Cholesterin. Wenn also die hohen Cholesterinwerte sozusagen als Krankheit geerbt sind, dann ist das wichtig. Sie sehen also, dass es mittlerweile sehr viele medikamentöse Möglichkeiten gibt, den Cholesterinwert zu senken. Aber wo eine Wirkung, da auch immer Nebenwirkung. Und auf die gehe ich jetzt näher ein. Und ganz wichtig an dieser Stelle nochmal auch betont, erst sind eigene Maßnahmen wichtig. Bewegung, Ernährung und Medikamente sollten dann der nächste Schritt sein, aber es sind ein ganz wichtiger Schritt. Nebenwirkung Nummer 1, Muskelschmerzen. Eine Nebenwirkung gerade von Statinen und auch Fibraten, die man immer wieder hört, worüber man den Patienten noch aufklärt, können Muskelschmerzen, auch Muskelermüdungen sein. Diese Nebenwirkung tritt nicht bei jedem natürlich auf, kommt aber doch, je nach Quelle, die man da so sieht, in bis zu 30% der Fälle vor. Das ist mitunter auch ein häufiger Grund, aus dem Patienten ihren Cholesterinsenker nicht mehr einnehmen wollen. Vielleicht auch verständlich, aber es ist wichtig, diese Cholesterinsenker zu nehmen. Forscher haben den genauen Grund für die Muskelschmerzen noch nicht sicher herausgefunden, weiß man noch nicht genau. Man geht aber davon aus, dass bestimmte Teile unserer Muskelzellen, die Mitochondrien genannt werden, dass die geschädigt werden. Und das führt letztlich zum Auflösen von Muskelproteinen und damit zu den Beschwerden, so die Annahme. Und so beschreiben es auch Forscher in einer Studie des Jahres 2020. Interessant ist aber auch, es scheint oft Kopfsache zu sein, ob man die Nebenwirkungen nun spürt oder nicht. Und im Jahr 2018 wurde dazu eine Studie mit zwei Behandlungsgruppen einmal durchgeführt. Und in der ersten davon erhielten die Teilnehmer entweder ein Statin oder ein Placebo-Medikament ohne Wirkung. Sie wussten jedoch nicht, welches es war. In der zweiten Studie wurde den Teilnehmern ein Statin gegeben, also Simvastatin etc. Und sie wurden über Wirkung und Nebenwirkung in Kenntnis gesetzt, ganz explizit aufgeklärt. Und bei der ersten verblindeten Gruppe, da klagten nur so 0,1 bis 0,2% über Muskelschmerzen. Bei der aufgeklärten zweiten Gruppe war es deutlich mehr, nämlich 10 bis gar 29%. Und die Studie zeigt also, dass Teilnehmer oft nur aufgrund der Erwartungshaltung die Nebenwirkung spürten. Und das kommt sehr oft vor, das weiß man mittlerweile. Sie erwarteten Schmerzen und bekamen deswegen auch welche. Wissenschaftler sprechen hier vom sogenannten Nocebo-Effekt. Treten Muskelschmerzen auf, sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen. Er kann die Dosis Ihres Lipidsenkers anpassen, bestimmte Blutwerte überwachen oder auch auf eine andere Art Lipidsenker, auf eine andere Wirkstoffgruppe wechseln. Besonders Vorsicht gilt beim Kombinieren von Fibraten und Statine. Die sollten nicht miteinander kombiniert werden, weil das Risiko für muskuläre Nebenwirkungen dann stark ansteigt. Gerade diese beiden Medikamente haben ja diese typische Nebenwirkung, Muskelschmerzen. Darauf achten aber dann natürlich Ihre behandelnden Ärzte, Ihre Ärzte. In diesem Zusammenhang liest man auch schon mal, dass, was ganz anderes vielleicht, Q10, ein körpereigenes Enzym, als Nahrungsergänzungsmittel gegen die Muskelschmerzen helfen soll. Es soll sozusagen das Negative abfangen. Das kann ich an dieser Stelle aber, ganz wichtig, nicht empfehlen. Groß angelegte Studien kommen zu dem Schluss, dass Q10 keinen nennenswerten Ausgleich zu den Muskelschmerzen schafft. Beispielsweise diese Meta-Analyse einmal aus dem Jahr 2015, wo man also mehrere Studien genommen und auch mal kritisch ausgewertet hat. Nebenwirkung Nummer 2, Rhabdomyolyse. Eine seltene Nebenwirkung von Statinen und auch wieder den Fibraten ist die sogenannte Rhabdomyolyse. Und sie tritt bei weniger als 1 von 1000 Patienten auf, aber kann auftreten. Wenn sie auftritt, gehört sie unbedingt
in die Hand eines Arztes, muss unbedingt behandelt werden. Ich hatte ja eben schon einmal die Muskelschmerzen als mögliche Nebenwirkung gesprochen. Die Rhabdomyolyse ist sozusagen die Extremform davon. Hier kommt es regelrecht zum Auflösen von Skelettmuskelgewebe. Das ist das, was da passiert. Und neben Muskelschmerzen kann es natürlich zu Übelkeit, Fieber, Wassereinlagerung, einem braun gefärbten Urin zum Beispiel auch kommen. Die Muskulatur löst sich auf. Gefährlich wird es, wenn es infolgedessen zum Beispiel auch zum akuten Nierenversagen kommt. Das Eisen aus diesen kaputten Muskelzellen strömt dabei ins Blut und gelangt so zu den Nieren. Es lagert sich dort ab und schränkt so letztlich die Nierenfunktion ein. Also da hängt viel miteinander zusammen, was man vielleicht gar nicht so denkt, was man auch gar nicht so weiß natürlich. Und unbehandelt schwebt der Patient hier in Lebensgefahr. Und bei den genannten Anzeichen für eine Rhabdomyolyse sollte man also unbedingt die Einnahme des Cholesterinsenkers lassen, aufhören und natürlich schnellstmöglich ins Krankenhaus zum Arzt. Nebenwirkung, Verdauungsbeschwerden. Übelkeit, Verstopfung und auch andere Magen-Darm-Beschwerden sind ebenfalls Nebenwirkungen, die mit Cholesterinsenkern einhergehen können. Sie können bei fast allen Cholesterinsenkern auftreten, die ich vorhin alle erklärt habe. Fast alle haben diese Nebenwirkung. Es gibt aber durchaus Unterschiede, wie häufig so etwas in der jeweiligen Wirkgruppe vorkommt. Statine zum Beispiel werden allgemein gut vertragen. Und hier kommt es nur eher selten zu Magen-Darm-Beschwerden. Von Fibraten, wie dem Bezafibrat, bekommt man laut Fachinformationen gelegentlich Beschwerden wie Völlegefühl und auch Übelkeit. Und das bedeutet konkret weniger als einer von 100. Häufig beobachtet werden Magen-Darm-Beschwerden dagegen bei Lomitapid, also dem Mittel gegen familiär bedingt hohen Cholesterinwert. Da kommt es oft vor als Nebenwirkung. Wer dieses Medikament einnimmt, dem kann ich aber einen Tipp geben an dieser Stelle. Ihre Fettzufuhr sollte nicht mehr als 20% der täglichen Energiezufuhr ausmachen. Also achten Sie darauf, dass Sie wenig Fett zu sich nehmen. Dann vertragen Sie das Medikament besser. Mit dem Medikament greift man ja in den Cholesterinstoffwechsel des Körpers ein und damit auch in Teilen des Fettstoffwechsels. Cholesterin und Fett habe ich ja auch schon erklärt, das hängt ja zusammen. Und deshalb der Einfluss durch die Fettzufuhr, also wenig Fett zu sich nehmen. Am schlechtesten vertragen werden die Anion-Austauscherharze wie das Cholestyramin. Und bei jedem zweiten Patienten, der das nimmt, kommt es hier statistisch gesehen zu Übelkeit und auch Verstopfungen kommt ganz häufig hier vor, haben viele Patienten. Und deswegen haben diese Cholesterinsenker inzwischen mehr so einen Reservecharakter. Man gibt die nicht so oft, nicht so schnell. Und da werden also lieber die sogenannten Statine, Simvastatin, Atorvastatin etc. eingesetzt. Nebenwirkung Nummer 4, Anstieg der Leberwerte. Viele Cholesterinsenker können für einen Anstieg der Leberwerte sorgen. Genauer gesagt, des Transaminasewerts. Und was bedeutet das? Transaminasen, das sind Enzyme, die in verschiedenen Zellen im gesamten Körper vorkommen. Eine Unterart ist die sogenannte Alanin-Aminotransferase, kurz ALT. Und die kommen vor allem in der Leber vor. Kann man sich merken, ALT, das L wie Leber. Und nun ist es so, im Blut findet man normalerweise nur wenig davon. Werden aber Leberzellen geschädigt, geht ihr Inhalt in das umliegende Gewebe über. Auch die Altenzyme treten dann aus und gelangen ins Blut. Und Ihr Arzt kann dann deshalb zurückschließen, der ALT-Wert ist hoch, also hat die Leber Schaden genommen. Wenn das beobachtet wird, gilt es natürlich erstmal Ruhe zu bewahren. Wird der Cholesterinsenker nämlich abgesetzt, dann erholt sich Ihre Leber langsam wieder und auch die Transaminasenwerte kommen wieder in den Normbereich. Häufig ist es aber auch so, dass die Leberwerte nur am Anfang ansteigen und wieder alleine auf den Normbereich zurückfallen, ohne dass man das Medikament absetzt. Deswegen erstmal ruhig bleiben und kurz abwarten. Die Leber hat ja auch eine relativ hohe Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren, auch wichtig. Wichtig nur ist, dass in so einem Fall die Leberwerte natürlich regelmäßig überwacht werden. Sie selbst können aber auch etwas tun und sich beobachten. Habe ich Bauchschmerzen? Eine gelbe Haut? Ist mein Urin schwarz? Wenn Sie Cholesterinsenker einnehmen und diese Fragen mit Ja beantworten, dann sollten Sie Ihren Arzt darauf hinweisen und Ihre Leberwerte unbedingt überprüfen lassen. Nebenwirkung Nummer 5, erhöhte Diabetesgefahr. Statine bringen ein Risiko dafür mit, Diabetes mellitus zu begünstigen, den Typ 2 zu begünstigen. Das untersucht man ja jetzt schon seit einigen Jahren. Und im Jahr 2017 hat man dazu eine ganz interessante Meta-Analyse erstellt und viele Studien einmal ausgewertet. Und das Ergebnis ist, das Risiko dafür, Diabetes zu entwickeln, erhöht sich durch Statineinnahme um 9 bis 13%.
Gerade dann, wenn die Patienten sowieso Risikofaktoren mitbringen, wie Übergewicht, wenig Bewegung etc., macht das die Sache natürlich nicht besser. Man kann die Wirkung des Statins auch kaum von dieser Nebenwirkung natürlich trennen. Wissenschaftler vermuten nämlich, dass sie direkt mit dem Enzym zusammenhängt, das Statine hemmen. Man muss also sozusagen den Kuchen als Ganzes essen. Statine erhöhen leicht den nüchternen Blutzucker und damit auch das Diabetesrisiko. Patienten ohne Risikofaktoren brauchen sich da aber natürlich nicht so sehr zu sorgen. Von 1000 solcher Patienten wird nämlich im Schnitt nur einer unter Statinen wirklich Diabetes entwickeln. Das einmal zu den Zahlen. Leiden die Patienten an dem metabolischen Syndrom oder sind prädiabetisch, beides also Vorstufen der Diabetes, ist das Risiko natürlich erhöht. Und mein Tipp: Wer Statine einnimmt und Risikofaktoren für Diabetes mitbringt, der sollte besonders regelmäßig seine Blutzuckerwerte überprüfen lassen. Wichtiges Fazit für Sie: Nun haben Sie ein Bild bekommen zu den wichtigsten Nebenwirkungen von Cholesterinsenkern. Vielleicht werden Sie sich jetzt einmal fragen, warum sollte ich diese Medikamente dann überhaupt einnehmen? Ist es das wert? Und meine Meinung dazu lautet: Es kommt auf Ihr individuelles Risiko an und deswegen ist es auch wichtig, sowas nicht pauschal zu sehen, wie es Ihr Nachbar vielleicht macht, sondern mit Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin zu besprechen. Durch viele gute Studien ist belegt, dass zu hohes Cholesterin ein Risikofaktor für Arterienverkalkung ist. Das ist klar, das weiß man. Und damit gehen wiederum schwere kardiovaskuläre Erkrankungen einher, wie Schlaganfall, KHK, Herzinfarkt. Und zur Erinnerung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland immer noch Todesursache Nummer 1. Natürlich gibt es angenehmere Dinge als Verdauungsprobleme oder auch Muskelschmerzen, völlig klar. Aber gerade dann, wenn Sie ein hohes Grundrisiko mitbringen, in den nächsten 10 Jahren ein schweres Herz-Kreislauf-Risiko zu erleiden, dann lohnen sich definitiv Cholesterinsenker, die sind ganz wichtig. Ein guter Arzt berechnet also dieses Risiko, nämlich zum Beispiel mit Hilfe des ESC-Kalkulators, und entscheidet dann oder daran, ob sich bei Ihnen der Einsatz eines Cholesterinsenkers lohnt. Der unabhängige Forschungsverbund Cochrane, der Studien ja kritisch auswertet und zusammenfasst, kommt zu der Beobachtung nämlich: Wenn 1000 Patienten mit einem zu hohen Cholesterinwert über 5 Jahre mit Statinen behandelt werden, kann bei 18 von ihnen ein schweres Herz-Kreislauf-Ereignis vermieden werden. Das klingt vielleicht nicht viel. Klar, 18 von 1000 mag erstmal nach weniger aussehen. Und wenn es nur zu hohe Cholesterinwerte sind, ist ein Cholesterinsenker vielleicht auch nicht unbedingt nötig. Aber wie gesagt, gerade dann, wenn Sie ein hohes Risiko mitbringen, dann dürfte sich die Einnahme natürlich lohnen. Interessant ist auch, dass sich scheinbar eine frühe Therapie für Menschen unter 45 Jahren am meisten lohnen könnte. Und zu dem Ergebnis kommt eine Studie des Jahres 2019. Wenn man nämlich schon in jungen Jahren zu viel Cholesterin hat, einen zu hohen Cholesterinspiegel, hat man ein besonders hohes Risiko, später ein schweres Herz-Kreislauf-Ereignis, also einen Herzinfarkt zum Beispiel, zu erleiden. Macht der vielleicht auch Sinn, wenn man schon sehr lange einen hohen Cholesterinwert hat, dann ist das schlimmer, als wenn man irgendwie mit 60 plötzlich einfach nur einen hohen Wert kriegt. Um hier Nutzen und Nachteile noch genauer abwägen zu können, wird aber natürlich noch mehr in Forschungsarbeit notwendig sein. Das muss man auch sagen.